Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Ja, herzlich willkommen beim Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann oder einfach auch ein Männlichkeitspodcast. Ich habe schon erwähnt, Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Und oftmals habe ich immer wieder das Gefühl, dass der eine oder andere Mann ein bisschen Angst davor hat, seine Kanten entsprechend zu zeigen. Aber die Bewunderung gegenüber den anderen Menschen oder den anderen Männern, gegenüber die Persönlichkeit zeigen, die kantig sind, eckig sind, die auch manchmal auch unangenehm sind, aber gleichzeitig auch sehr herzlich für ihre Sache einstehen und auch andere Menschen mitnehmen, da ist die Bewunderung groß. Also mir geht es immer wieder so, ich habe mich immer wieder auch überlegt und auch gedacht, was macht diese Menschen dann auch wirklich aus? Und ich bin mittlerweile auf folgendes Fazit gekommen, was ich mit dir mitteilen möchte. Was sitzt du uns in fast schon 60 Folgen lang? Ich immer wieder sage, und ich möchte dir auch dafür danken, dass du wirklich auch mit dran bleibst, meinen Podcast hörst und wenn möglich sogar auch weiterempfiehlst, damit noch mehr Männer diesen Podcast hören. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist genau nämlich das. Eine Vision. Die Vision, für die man gehen möchte. Wie ich für die Männlichkeit gehen möchte. Ich möchte für die männliche Urkraft kämpfen, dass die nicht verloren geht, weil das die Triebfeder im ganzen System ist. Es ist die Energie, die die Männlichkeit die Weiblichkeit trägt. Also nochmals, Männlichkeit ist zugeordnet zu Feuer und Luft und auf denen beruht Wasser und Erde, also die Weiblichkeit. Und keines ist wichtiger, aber die Basis gibt die männliche Energie. Und wenn du diese Vision hast, erarbeite dir einfach eine Vision, für die du gehen möchtest, für die das Herz schlägt, dein Herzblut brennt dafür. Und die Werte für dich ganz klar und deutlich sind. Welche Werte das auch sind. Also bei mir ist es extrem wichtig, Respekt anstatt Ehrlichkeit, Familie, Zusammengehörigkeit. Das ist für mich sehr wichtig. Und für, nach diesen zwei Komponenten, also meiner Vision, die männliche Energie, die männliche Urkraft freizulassen, weil die, wenn sie blockiert ist, verursacht die innere Unruhe, und mit den Werten ist für mich ganz klar, welchen Weg ich gehen möchte. Und was heißt das ganz genau? Ich kann zu Themen Ja oder Nein sagen. Sobald ich ein Thema habe oder ich einen Kurs mache, ein Seminar, das ganz klar in die Richtung meiner Vision geht, für das, was ich einstehe, für das, was mich für mich wichtig ist, wenn ich sehe, dieses Seminar entspricht dem, was ich noch brauche oder vielleicht weiterentwickeln möchte für meine Vision. Und für mich die Menschen, die ich da sehe, Respekt, Anstand, Ehrlichkeit und Familie ausstrahlen, diese Werte vermitteln, dann ist es für mich klar, dass ich dieses Seminar mache oder dass ich diesen Coach nehme für eine gewisse Zeit, weil er mich vielleicht weiterbringt in gewissen Themen, die ich noch nicht so gut habe.
Und dadurch werde ich natürlich ganz klar für Menschen Ecken und Kanten haben. Ich werde anstoßen, ich werde Menschen wehtun, ich werde so auch unter Umständen in der Familie nicht immer der angenehme Matthias sein. Aber man bemerkt dann schnell, dass das die Leidenschaft ist, dass das Herz ranhängt, dass ich zum Beispiel die Familie mitnehmen möchte auf diesem Weg. Und wenn ich Ja zu was sage, dann ist auch Ja gemeint und nicht irgendwie so, ja, wir könnten jetzt vielleicht etwas anderes tun, weil jetzt da vielleicht ein anderes Thema gerade wichtig ist. Nein, sobald du eine Vision hast, sollst du dein Leben lang dafür brennen. Diese Vision kann sich wandeln, aber nicht in der kompletten Richtung, sondern du merkst automatisch, dein Herz brennt für ein Thema und irgendwann bemerkst du, dass dieses Thema mit einem anderen Thema zusammen verknüpft ist und so kannst du dieses Thema auch miteinander leben. Also zum Beispiel durch die Schöpfungskraft, durch diese männliche Energie malt man irgendwann mal gerne und auf einmal ist man mehr im Garten, weil man diese Schöpfungskraft auch in den Garten hinaustragen kann und man hat da totale Leidenschaft. Aber die Fähigkeit dazu, um das zu lernen, hast du dann ausgewählt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch entsprechend diese Ehrlichkeit, diese Werte, die du vertrittst, also bei mir eben Respekt, Anstand, Ehrlichkeit und Familie vertreten, dann ist der Weg offen. Dann kannst du gehen, solange du willst. Und wenn du noch das Gefühl hast, du musst selbstständig sein und diese Werte zu vertreten, dann mach das. Wenn du lieber im Angestelltenmodus bist, dann mach das auch. Aber sei dir klar, welche Visionen und Werte du in das Geschäft hineinbringen möchtest. Geh dann zu deinem König, zu deinem Vorgesetzten und präsentiere dich mit deiner Vision für das Geschäft, mit deinen Werten und sag ihm auch das. Und besonders, was das kommt jetzt auch noch dazu, du musst wissen, wie du das umsetzen möchtest im Gro. Das heißt zum Beispiel, wenn ich bemerke, dass mich jemand nicht respektiert, beziehungsweise, dass meine Familie respektlos behandelt wird, oder sogar auch ich sehe, ein älterer Menschen wird respektlos von anderen Menschen auch behandelt, dann gehe ich hin und sage, stopp, das möchte ich nicht, das ist nicht Anstand, das ist nicht respektvoll gegenüber diesen Menschen, die das Fundament gelegt haben für heute. Wie sie es gelegt haben, darüber kann man diskutieren, aber das ist kein Grund, um respektloses, anstandloses Verhalten gegenüber diesen Menschen zu machen. Oder auch gegenüber meiner Familie, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist eine fünfköpfige Familie, die soll jetzt hinten warten. Nein, auch ich warte mit meinen Kindern vielleicht 2-3 Stunden, bis der Flieger geht, sage ich jetzt mal so. Vielleicht ist es bei dir auch so. Oder bis der Bus geht oder die Türe aufgeht, da muss ich nicht einen Einzelnen hervordrängeln, es sei denn, er fragt nach, ob er vorgehen kann, weil sein Bus, Zug, Flug, whatever, gehen muss, damit er diesen auch erreicht. Da mache ich dem auch ganz klar Platz. Aber sobald ein respektloses Verhalten da ist, dann steht Granit an. Und dann stehe ich auch dazu. Also dazu auch eine kleine Geschichte. Ich war ja an einem Seminar, letztes Wochenende, also vom 9. Mai bis 12. Mai 2019. Und ich höre es auch an meiner Stimme, die ist ein bisschen angekratzt, aber das macht nicht aus. Ich bin mit dem Flieger nach Düsseldorf geflogen und dann auch am Sonntag wieder zurück und sind dann in Basel gelandet.
Und dann gab es eine Frau, die auf einmal das Gefühl hatte, währenddem, dass der Flieger gerade knapp gelandet ist, am Ort stand, müsse sie mit dem ganzen Karsumpel sich hervordrängeln. Und da bin ich hingestanden und habe gesagt, stopp, das geht nicht. Dann schaute sie mir an und sagte, ja, sie muss schnell, sie müsse heraus, sie will jetzt nach Hause. Und das ziemlich motzig und nicht irgendwie, ihr war nicht klar, dass sie die anderen Menschen, 20, 30 Menschen, die vor ihr waren beim Aussteigen, dass die zuerst aussteigen, damit es kein Chaos gibt beim Aussteigen. Jeder von, also jeder, der fliegt, weiß, dass die Gepäckablagen und mit den Menschen hin sich ein- und aussteigen, auch gegenseitig auf die Füße stehen. Also haltet man sich auch an eine gewisse Regel. Das heißt, die zuvorderst steigen zuerst aus und dann geht's Reihe um Reihe zurück. Und sie hatte das Gefühl, sie müsse sich nicht daran halten. Und ich habe gesagt, das ist respektlos gegenüber allen anderen, auch gegenüber mir, weil ich habe auch auf meine Kinder verzichtet. 4 Tage lang hatte auch das Nachhauseziehen zu meiner Frau, meinen Kindern. Aber die Menschen, die vor mir waren, sind vorher dran. Wir kommen alle gleichzeitig aus dem Flugzeug. Wir sind alle gleichzeitig im Bus. Also hat sie kein Recht, einfach hervorzudrängeln. Was ist aber passiert? 1-2 Leute haben auch mir gesagt, ich solle nicht mich so aufspielen und ein bisschen nett sein. Dann habe ich die angeschaut und habe gesagt, nein, bei solchen Personen bin ich nicht nett. Aber was war die Aktion nachher? Ich habe sie blockiert, habe mich hingestellt und habe die älteren Menschen, mit denen ich auf einer Reihe saß, vor mich rausgelassen, damit die rausgehen konnten. Die Menschen, die vorher, ich habe denen Platz gemacht, den Respekt gezollt und auch mein Herz gezeigt. Und um das geht's genau. Persönlichkeit heißt auch Ecken und Kanten haben, für seine Vision und Werte gerade stehen und wissen, wie man das durchsetzt, auch wenn 100 Leute vor einem stehen. Aber nicht dabei primär in den Kampf gehen. Sie sollen merken, dass man kampfbereit ist, aber mit offenem Herzen davor steht und klar macht, dass Werte nicht eingehalten wurden, die für dich wichtig sind. Heutzutage ist es eben so, dass viele nicht mehr Werte kennen für sich. Und wenn dann auf einmal jemand dasteht, der für Werte gerade steht, die manchmal sehr altertümlich sind, dann sind sie zwar zuerst beleidigt und auf einmal merken sie, wow, der steht dafür ein. Und so wächst du stetig mit der Situation. Aber wie ist das eigentlich umzusetzen? Nochmals, der Tipp ist, mach dir eine Vision, beziehungsweise, das sage ich immer wieder, mach einen Brief aus der Sicht eines 95-Jährigen. Ich, also das heißt jetzt aus meiner Sicht, ich als 95er Matthias Bieri, also der alte Neandertaler, schreibt, lieber Matthias, du hast noch 50 Jahre zu leben. In diesen 50 Jahren vertrittst du die Vision, dass du als Wikingerkönig Menschen geholfen hast, die dich lieben und die dich auch immer unterstützt haben. So ja auch hast du eine Familie, die dich immer trägt. Und sie spüren, dass du als König der Familie deine Werte vertreten hast und auch sie mit Herzen und von Herzen Herzblut geliebt hast. Und eine Schatzkammer hinterlässt, die Generationen sowie auch die Welt weiterentwickeln lässt, um mehr Liebe, mehr Herz, mehr Herzenskrieger
in die Welt gesetzt zu haben, damit die Welt eine gute Welt wird, bei dem Respekt, Anstand und Familie gelebt werden kann. So etwas ist zum Beispiel in der Kurzform zu hören oder zu lesen. Mach dir etwas anderes, wenn es für dich ein anderer Brief ist, dann mach dir einen anderen Brief, aber geh auf deine Vision ein, geh auf deine Werte ein, mach dir eine Prioritätenliste, mach dir klar, was wo Nein ist und wo Ja ist und steh vor dem Spiegel und sage dir, ich stehe zu meiner Vision und ich stehe zu meinen Werten und überall, wo diese zwei Komponenten zusammengeführt werden, sage ich Ja. Überall, wo diese Werte überhaupt nicht gelebt werden, nicht gemacht werden, sage ich klar Nein. Und ich bin entscheidungsfreudig. Ja, das war's auch schon wieder. Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, da würde ich mich sehr darüber freuen. Denn umso mehr eine gute Bewertung da ist, umso besser wird auch auf iTunes der Podcast gelistet und die Männer noch mehr unterstützt. Helfe mir, den Podcast weiterzutragen. Ansonsten mach einfach auf Spotify, Google Play oder wo du auch mich hörst, gerne ein Like, abonniere mich weiterhin und empfehle mich weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Natürlich bin ich auch auf Facebook findbar oder auch auf Instagram. Unter Der Bieri findest du mich, also Matthias Der Bieri. Oder einfach Neandertaler Talk eingeben und dann wirst du mich schon finden. Ich danke dir. Tschüss. Ja, noch was. Auf www.neandertaler-talk.com findest du noch viele Büchertipps von den Interviewspartners, die mir so zugetragen wurden während des Interviews. In den Shownotes hast du gleich eine ganze Auflistung, die du auf direktem Weg anschauen kannst. Viel Spaß dabei!